Regen, nasse Fahrbahn. Sie sehen es, meine sehr verehrten Damen und Herren, kurz vorm Start zur Königsklasse bis 500 Kubikzentimeter. Und die Fahrer haben sich zwangsläufig für die Regenreifen entscheiden müssen. In der ersten Startreihe Trainingsschnellster der Australier Wayne Gardner auf Honda. Wayne Rainey, der junge Amerikaner auf Yamaha an zweiter Stelle. Christian Saron, Regenspezialist aus Frankreich auf Yamaha dritter. Hier haben wir ihn mit der Nummer 7 im Bild. Eddie Lawson aus den USA Nummer 3 auf Yamaha an vierter Position. Und ganz rechts im Bild mit der Nummer 16 Kevin McGee Yamaha aus Australien. Bester Deutscher auf Rang 18 ist Peter Schläf. Weitere 6 deutsche Fahrer dabei mit Manfred Fischer, Hans-Jörg Butz, Georg Robert Jung, Michael Rudroff, Hans Klingebühl und Helmut Schütz. Nicht dabei wegen Sturzverletzung Gustav Reiner aus Bietigheim. Die Ampel schaltet auf grün und den besten Start hat mit der Nummer 17 der Teamkollege von Kevin McGee, Wayne Rainey aus den USA. 30 Runden sind zu fahren auf dem 4,542 langen Kurs des Nürburgrings. Und Sie sehen, recht vorsichtig müssen die Akteure hier zu Werke gehen. Die 17 ist vorne, Eddie Lawson dahinter. Dann mit der Nummer 8 Pier Francesco Chili und bereits angegriffen von Christian Saron, dem Regenspezialist, wie gesagt. Dritter der Franzose jetzt. Die Ideallinie hier auf dem Kurs beträgt 4.494 Meter. Ja, und jetzt ist Christian Saron in Führung gegangen. Eddie Lawson, der Amerikaner daneben. Und sehen Sie, was hier bereits zu Beginn dieses Rennens für Aktionen geboten werden. Und jetzt an zweiter Stelle mit der Nummer 34, das ist Kevin Schwanz, ebenfalls ein junger Amerikaner auf der Suzuki, die heuer zum ersten Mal die komplette Saison fahren werden. Und Kevin Schwanz hat ja den ersten Grand Prix, den Auftakt zur Weltmeisterschaft im japanischen Suzuka, überraschend gewonnen. Nach 1982 war das der erste Sieg für dieses japanische Team. Drei Fabrikate, wie gesagt, hier dabei. Und Wayne Gardner noch weit zurück. Christian Saron, Eddie Lawson, Kevin Schwanz und dann mit der Nummer 16 Teamkollege von Wayne Rainey, Kevin McGee, ein Australier, ein Langstreckenspezialist, der zum ersten Mal übrigens hier am Nürburgring fährt. Christian Saron, Eddie Lawson, Kevin Schwanz, Kevin McGee. Schwanz jetzt Zweiter. Ja, und es heißt, dass hier die Favoriten eigentlich die Yamaha sind. Wayne Gardner hat zwar im Abschlusstraining die schnellste Zeit gefahren, aber seine Honda, die ja über 150 PS auf das Hinterrad bringt, setzt die Leistung zu explosionsartig, zu schlagartig ein. Und außerdem ist das Fahrwerk der Honda in diesem Jahr anscheinend der Leistungsentfaltung nicht angebracht, ganz anders dagegen bei den Yamahas und auch bei den beiden Suzukis. Eine davon fährt ja Kevin Schwanz und eine fährt Rob McElhenney, der Engländer. Hier scheint also die richtige Abstimmung erfolgt zu sein. Vierergruppe, Saro schwenkt nach rechts aus, Kevin Schwanz bleibt dran und McGee, der Australier, bereits an dritter Stelle. Kevin McGee gehört ja zum Team des Ex-Weltmeisters Kenny Roberts, ein professionelles Team, muss man sagen, die hier nicht nur am Nürburgring hervorragend agiert haben und spezielle Reifen eines englisch-japanischen Herstellers benutzen, die nur für sie angefertigt werden.
Entwicklungsarbeit sozusagen für das Team Roberts leisten. Und mit diesen Reifen, so meinten hier die meisten Insider und die Techniker, haben sie ihre allerbeste Chancen gegen die Konkurrenten hervorragend auszusehen. Man sprach sogar ganz vorne dabei zu sein, das heißt auf dem Treppchen zu stehen. Ein dritter Eddie Lawson und vierter Wayne Rainey, der zweiter im Training war. Und Sie sehen, wie rutschig es hier ist. Kevin Schwanz, Saron, McGee, Eddie Lawson, Wayne Rainey. Und dann ein großer Abstand. Dann folgt mit der Startnummer 12 Didi Deratiges, der Teamkollege von Eddie Lawson. Und dahinter der Weltmeister Wayne Gardner aus Australien. Und extra für diesen Mann, der aufgrund des Gewinnes der Weltmeisterschaft in seiner Heimat unheimlich populär wurde, überträgt seit Beginn dieser Saison das australische Fernsehen live alle 500 Kubikzentimeter Läufe. Ja, Nummer 34, Kevin Schwanz. Man hat diesen neuen Motorrädern von Suzuki eigentlich nicht zugetraut, dass sie hier vorne mitfahren können zu Beginn der Saison. Wie gesagt, der erste Sieg, aber die Suzuki sind nicht die stärksten Motorräder, aber anscheinend die ausgeglichensten. Und im Regen spielt ja, oh, die Überlegenheit überhaupt keine Rolle, aber Kevin Schwanz muss aufpassen. Es ist unglaublich rutschig. Bester Deutscher momentan ist der Überseher Michael Rudroff, der ja zu einem Nachwuchsteam gehört. Man will ja einen 500-Fahrer wieder aufbauen. Sie wissen, die Tradition in Deutschland, was diese Klasse betrifft, ist ja nicht gerade üppig, nicht gerade groß. Nach dem Untergang der deutschen Zweiradindustrie wurden auch keine schweren Maschinen mehr bei uns gebaut. Die Japaner kamen, einzig BMW baut ja noch Maschinen über 500 Kubikzentimeter, aber dieses bayerische Werk beteiligt sich nicht am Grand Prix Sport. Rudolf, wie gesagt, 16. und Manfred Fischer aus Hanau momentan auf dem 19. Platz. Das sind natürlich Privatfahrer. Wir haben ja hier eine ganz extreme Zweiklassengesellschaft. 15 Werksfahrer und der Rest der übrigen 36, alles Privatfahrer. Zum Teil Dreizylindermaschinen mit weit, weit weniger PS. Und vielleicht noch ein Wort zu den Kosten. 125.000 Mark kostet so ein Motorrad, ein Privatmotorrad, wie gesagt, das ab Rang 15 hier agiert. Und eine Werksmaschine, wie sie die ersten hier fahren, zum Beispiel Schwanz, zum Beispiel Saron oder Eddie Lawson oder auch Wayne Gardner. Die Hondas werden mit 400.000 Mark veranschlagt, Dollar, 400.000 Dollar veranschlagt. Allerdings kann man diese Maschine nur leasen, nicht kaufen, das heißt leihen für ein Jahr. Und bei Yamaha langt man noch kräftig dahin. Etwa 500.000 Dollar kostet so eine Maschine für ein Jahr zu leasen. Hier im Bild mit der Nummer 1, der Weltmeister Wayne Gardner, der auf dieser nassen Piste mit seiner wohl übermotorisierten Honda keine Chancen hatte. Hatte in diesem Jahr große Probleme gehabt mit dem Fahrwerk. Und kein anderer kann dieses Motorrad beherrschen, nur er. Und was dieser Mann sich Mühe gibt, diese oft schüttelnde und rüttelnde Maschine zu beherrschen, das ist schon unglaublich. Trotzdem drei gute Platzierungen, dreimal Zweiter, einmal Dritter und einmal Fünfter. Er steht an zweiter Stelle in der Weltmeisterschaft hinter Eddie Lawson, der 92 Punkte hat, bei ihm Gardner hat 77, aber es ist nicht das Rennen des Wayne Gardner hier. Eddie Lawson, Fünfter, es führt nach wie vor Kevin Schwanz, der Entwicklungshelfer in Sachen seiner Motorradmarke, denn zweimal fiel er wegen technischen Defekts aus. Hier haben wir den momentanen Stand eingeblendet. Kevin Schwanz mit 4,5 Sekunden fast Vorsprung vor Wayne Rainey. Dann ein respektabler Abstand zu Christian Saron, aber ganz dicht dahinter Kevin McGee, der Teamkollege von Wayne Rainey, Eddie Lawson, Fünfter, Didier Deratiges, Sechster und bester Deutscher momentan Peter Schleef aus Spengel kommt, der ist Dritter in der deutschen Meisterschaft hinter Fischer und Gustav Reiner
Und Michael Rudroff aus Übersee am Chiemsee ist 16. und gerade an die Boxen gefahren. Der Eichacher Kommunalpolitiker Georg Robert Jung. Und hier der Kampf um den dritten Platz zwischen dem Regenspezialisten Christian Sarro aus Frankreich und seinem Yamaha-Markenkollegen Kevin McGee mit der Nummer 16 da hinten aus Australien. Der Australier ist ja ein Langstreckenspezialist und seine Leistung hier am Nürburgring kann man nicht hoch genug einschätzen, denn er fährt ja zum ersten Mal. Vor wenigen Tagen hat er den Ring im ersten Training erst kennengelernt und jetzt bereits auf dem hervorragenden vierten Platz. Oh! Ja, da war Kevin McGee, der Australier, der zum ersten Mal hier am Ring, am Nürburgring gefahren ist, zu schnell dran. Er versucht noch einmal auf seine Maschine zu steigen im Kampf mit Christian Sarro, dem Regenspezialist, hat sich der Debütant hier am Ring übernommen und musste in der 19. Runde, hier sehen wir es in Zeitlupe, das Hinterrad schmiert weg, vorne auch eingetaucht, muss er von der Piste und er ist unverletzt, Gott sei Dank. Wenige Stürze hier, der sichere Nürburgring. Es hat sich nichts mehr getan, meine Damen und Herren, bis zur letzten Runde. Lediglich der Regen wurde wesentlich stärker, aber das störte den 24-jährigen Amerikaner Kevin Schwanz überhaupt nicht. Souverän und überlegen agierte er hier am Nürburgring in der Klasse bis 500 Kubikzentimeter und er ist hier auf den letzten Metern zu seinem zweiten Grand Prix-Sieg in seiner noch relativ kurzen internationalen Karriere. Hier deutet er an einem überrundeten, pass auf, ich bin auf den letzten Metern, störe mich nicht mehr. Und hier kommt Kevin Schwanz auf seiner Suzuki und macht auch noch einen Wheelie bei diesem Regen unglaublich ins Ziel. Zweiter Grand Prix-Sieg für Kevin Schwanz aus den USA und ein Riesenabstand. Fast 25 Sekunden müssen wir warten, bis der Zweite ins Ziel kommt, nämlich Wayne Rainey, sein amerikanischer Landsmann. Hier ist er im Bild. Zweiter Platz für Wayne Rainey. Und das ist der Drittplatzierte, Christian Sarro aus Frankreich. Hervorragend hat sich der Franzose geschlagen. Vierter wird Eddie Lawson, Fünfter McGee. Und das heißt, in der Weltmeisterschaft führt weiterhin Eddie Lawson mit 105 Punkten. Zweiter Gardner 85, dritter Rainey 82. Und Fünfter Kevin Schwanz mit 64 Punkten.